Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 20.09.2022 und unser Wow-Wow, den wir hier gestern als Titelbild hatten, der da flach am Boden lag, der hat hier sich mal aufgerichtet bekommen am Montag. Und ja, eigentlich das gemacht, was wir so eigentlich nicht beschrieben hatten. Ne? Wir hatten gesagt, unter 700 ist eher das Risiko nach unten, dass der Markt doch deutlicher fällt, auch in die 500 reinfällt, auch wenn die 600 dann fällt, dass er weiter 500 und eigentlich auch tiefer gehen kann, ne? Dass er durchaus durchrutschen kann. Ich hatte mir aber viel Zeit genommen, auch mit euch darüber zu sprechen, dass mir das Sentiment nicht gefällt, dass so viele so shortig sind und so dieser Weltuntergang so spürbar stark wahrgenommen wird. Viele so am, ich sag mal, rumningeln sind, ja, Preise hoch und und Gasrechnung und Strom und Regierung ist so schlecht und Deutschland geht zugrunde. Und dass das erfahrungsgemäß eigentlich ja eher immer dann ausgeartet ist in steigenden Kursen und alle da standen und gesagt haben, sie verstehen die Märkte nicht mehr und so weiter. Aber da haben wir gestern ausgiebig drüber erzählt, und das soll auch gar nicht Gegenstand sein, aber ich betrachte, ich ziehe es einfach immer mit rein, weil das ist immer wieder ein guter Blickwinkel in meinen Augen, den man mit der Chartanalyse sehr, sehr, sehr gut ergänzen kann, wo man nicht sagt, man richtet sich jetzt konkret nach dem einen oder nur nach dem anderen, sondern man kombiniert es einfach. Und wenn beides ineinander spielt, wenn die Leute unheimlich sagen, sie sind long und gehen gegen so eine Bewegung und ich sehe einen starken Trend, dann kann ich das dann kann ich das als Kontraindikation nehmen und sagen, okay, das passt mir dann zusammen, dann füge ich. Wenn ich aber sehe, der Markt macht was, was eigentlich nicht auf das Erwartungsbild passt, wenn die Leute so negativ gestimmt sind, das, was ja eigentlich bedeuten müsste, dass der Markt dann steigt und der Markt aber fällt, dann bin ich zum Beispiel eher vorsichtig und trade vielleicht auch mal das eine oder andere Pattern nicht. Aber Fakt ist, trotzdem hat Vorrang, wo gehen die Kerzen hin? So sind wir auch gestern rausgegangen. Aus der Analyse haben gesagt, okay, unter 700 ist erstmal Risiko drin. Unsere Elisa, ey, wirklich, ich glaube, 2 Punkte unterm Tagestief, überm Tagestief ist sie aus ihrem Take-Profit rausgekommen, war auch letzte Rille gewesen hier unten. Und dann hat sie sich halt komplett einmal umgedreht halt, ne? Also als mir unsere Position zu war, ist sie komplett hochgestiegen und hat sich jetzt hier erstmal wieder ein gutes Stück zurückgedreht. Und auch so hoch zurückgedreht, genau über die Schwelle, die wir gestern oberseitig gesprochen haben. Das heißt, er hat eigentlich jetzt sogar beides angetriggert, was wir gestern erzählt hatten. Er hat die 840, 875 nach oben gerissen. Das macht ihm natürlich jetzt den Weg frei. Das Gap zu closen bei 12.935 wäre dann quasi für den Dienstag erreichbar. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht auch schon durchaus eine 13.000 mal aufblitzen sehen. Und dann, Freunde, muss ich sagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier vielleicht nicht großartig nach oben rausgehen, sondern vielleicht sogar eine ISKS bekommen. Ne? Also, dass wir hier eine Schulter haben, hier einen Kopf haben, hier eine weitere Schulter bekommen. Das stimmt gar nicht, es ist gar kein ISKS, es ist eine richtige Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Hier eine Schulter, da eine Kopf, da nochmal eine Schulter in dem Bereich hier um 13.000 bis, was ist das hier? 13.060, ja, 13.000 bis 13.060. Und wenn er sich dort vom Dienstag hier wieder runterlegt, also Dienstagvormittag hoch, komplette Nachmittag runter und dann kommt die Fed am Mittwoch. Kann es sein, dass man dieses Ziel dieser ISKS direkt diese Woche noch kriegt, also reinholt? Und das Ziel diese Woche oder das Ziel dieser ISKS, die ja durchaus auch nur aus 1, 2, 3, 4, 5 und ja, doch so ein paar mehr Tage, ja. Es sind schon gut 2 Wochen, was sie an Formationsspanne hat. Also können auch 2 Wochen für die Auflösung nehmen. Aber Fakt ist, wenn das Ding bricht nach unten mit weiteren Tiefs unter 12.600, haben wir aus einer ISKS heraus ein Ziel, wenn denn tatsächlich hier wirklich noch ein Hoch kommt, in dem Bereich und er dreht dann hier runter, von ja knapp 11.000, 11.700, 11.800 hier unten. Da ist das Ziel von dieser Formation. Ne, also da muss man sehr, sehr, sehr gut aufpassen, wie verhält er sich jetzt hier? Dreht er sich von hier nur runter und geht hier unten an die Tiefs wieder ran? Und dann würde ich mir ein Stop-Sell unten reinlegen. Und wenn es nur dazu ist, mein Depot abzusichern. Weil da kommt vieles zusammen. Ne? Wir haben auf höherer Ebene Tageschart, Wochenchart, haben wir diese 12.500, diese 12.400. Wenn die bricht, dann geht nach unten vieles auf. Wir haben auf der Ebene jetzt hier noch eine Formation drin. Also ich würde dann einfach für mich persönlich sagen, okay, ich sichere mich nach unten einfach ab, sodass ich was gewinnen würde, wenn der Markt weiter zusammenbricht, noch im September. Und die letzten 2 Wochen noch wirklich finster wären.
Und wenn das nicht aufgeht und der Markt steigt dann, triggert quasi hier unten einfach einen Short ein, steigt hier oben wieder drüber und dann kann ich den auch wieder rausnehmen, den Short. Dann habe ich mich über, ich sag mal, 200 Punkte abgesichert, dass mir 1000 Punkte aber nicht ins Kreuz knallen. Ja, und das fände ich dann vom Chance-Risiko-Verhältnis vertretbar. Und so würde ich es sehen. Also von daher, für mich der Dienstag ist der spannendste Bereich eigentlich. Nicht der Gap-Close, ich glaube, der wird relativ unspektakulär bei 9,35, sondern eher der Bereich um 13.000 bis 13.060. Könnte mir auch gut vorstellen, dass es angelaufen wird. Schwung holen dürfte er sich dafür im Bereich um 800 nochmal. Na, also wenn er so Schwung holt über die 800, dann wieder steigt, wäre das noch drin. Sollte natürlich direkt abkippen und weitere Tiefs bringen unter 600 ist auch negativ. Ja, dann würde ich aber nicht ein ISKS-Szenario spielen bis 11.800, sondern dann würde ich einfach ganz normal die Targets durchklackern. Ne? 12.500, 12.370, 12.270. Ne? Stück für Stück. Ja, aber ich vermute fast, wir gehen hier hoch. Stellt er sich drüber, deutlich über 13.60. Dann kann er hier sogar nochmal eine kleine Trendformat oder einen Trendwechsel bringen, Doppelboden stehen lassen und deutlich was rausschieben. Aber das will ich erst sehen. Das will ich wirklich erst sehen. Da muss er deutlicher rauskommen. Ja, da muss er den Dienstag nämlich stellen und die Dienstag hat er letztes Mal nicht immer so gut hingekriegt. Haben wir oft gesehen, dass er Montag gut war, der Dienstag auch gut angefangen hat und dann sehr schnell nachgelassen hat. Ich glaube, das war auch ein Dienstag. Der ging auch kurz noch hoch in einen bestimmten Bereich und dann richtig nach unten. 13, ja, das war auch Dienstag, ja. Also dahingehend ein bisschen aufpassen. Ansonsten kriegt er 13,60 nach oben rausgenommen. Wäre 13,350 wieder drin. Ja. Punkt. Ende. Aus. So können wir es stehen lassen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.